Im aktuellen Corona-Ampelsystem wurden der Bezirk und die Stadt Mödling orange eingestuft. Über die Auswirkungen und etwaige Maßnahmen haben wir mit dem Bezirkshauptmann Dr. Philipp Enzinger gesprochen. Herr Bezirkshauptmann, wie geht's dem Bezirk Mödling in der jetzigen Zeit? Sie waren gestern bei einer Besprechung beim Bundeskanzler. Die Situation in Mödling ist ernst, aber meiner Einschätzung nach beherrschbar. Wir haben sehr, sehr viel Energie die letzten 6 Monate in die Bewältigung der Corona-Krise gesteckt. Ich habe in meinem Haus insgesamt gute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 2 Teams 7 Tage die Woche seit 6 Monaten ausschließlich diese Corona-Angelegenheit versuchen zu in den Griff zu bekommen, und es gelingt. Es ist eine Riesenanstrengung, aber es gelingt. Eine Riesenanstrengung in welcher Form? Tägliche Arbeitszeiten für meine Mitarbeiter und für mich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und mich von 10, 12, 14 Stunden und unerhört konzentriertes Arbeiten unter großem Druck. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Bewunderung und Stolz gleichzeitig für meine Kolleginnen und Kollegen hier im Haus empfinde. Es ist sensationell, was hier geleistet wird für unsere Bevölkerung. Wie sieht es aus im sogenannten Kundenverkehr gegenwärtig? Wir haben seit Sommer nach dem Lockdown wieder voll inhaltlich und vollumfänglich Parteienverkehr, aber ausschließlich gegen Terminvereinbarung. Das heißt, das Haus ist nicht mehr jeden Tag, den ganzen Tag frei geöffnet für jeden, der Sorgen oder Anliegen hat, sondern jeder Mensch, der zu uns möchte, bekommt einen individuellen Termin, und das bewährt sich ganz außerordentlich. Erstens ist die Sicherheit dadurch besser gewährleistet, weil es nicht zu großen Menschenmengen im Gang kommt, die unkontrolliert auf etwas warten, sondern jeder wird einzeln vorgelassen. Und er kriegt seinen individuellen Termin und hat keine Wartezeiten. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich auf die Leistungen und auf die Fragen und auf den konkreten Fall unmittelbar davor kurz vorbereiten. Und die Bürgerinnen und Bürger haben keine Wartezeiten, kommen sofort dran, und die ganze Aufmerksamkeit ist bei ihnen. Es sind alle rundherum zufrieden, ein hervorragendes neues System, das wir jetzt haben. Es waren alle schockiert, wie es geheißen hat, orange. Sie waren aber im Ministerium und waren ebenfalls erstaunt, wie viel Zeit sich die Minister und der Bundeskanzler genommen haben. Ja, die Bundesregierung, der Bundeskanzler und die Minister, Innenminister und Gesundheitsminister haben sehr, sehr aufmerksam die Situation mit uns gemeinsam analysiert und die Wahrnehmungen, die wir an Ort und Stelle haben, wie sich die Situation coronamäßig im Bezirk entwickelt, wird auch in die Regierungsentscheidungen einfließen. Die Situation in Mödling ist, dass wir keinen sogenannten Cluster bisher haben. Das heißt, es gibt keinen Herd mit extrem vielen Ansteckungen, sondern wir haben einfach generell steigende Zahlen. Das liegt unter anderem an den Urlaubsrückkehrern, aber sehr, sehr stark auch am Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Dazu kommt natürlich die Nähe zu Wien. Wir sind ein Siedlungsraum. Wien hat extrem hohe Zahlen, und es gibt da viel, viel Austausch. Es gibt sichtbar ja keine Grenze zwischen Wien und Mödling. Und wir haben immerhin, das muss man bedenken, täglich 50.000 Berufspendler, die überwiegend zwischen Mödling und Wien hin und her pendeln. Also da ist viel Mobilität, viel Bewegung, viel Dynamik drinnen. Das heißt, Vorsicht ist geboten. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Die Disziplin der Bevölkerung generell hat nach dem Sommer jetzt abgenommen. Ich möchte das nutzen, um einen dringenden Appell an die Bevölkerung zu richten, sich wieder dieser Sicherheitsvorkehrungen, 1 Meter Abstand, Mund-Nasen-Schutz, unbedingt zu erinnern und es einzuhalten. Wir haben doch Wahrnehmungen, dass in der Nachtgastronomie, natürlich bei privaten Feiern, aber auch beim Mannschaftssport, viele, viele Ansteckungsfälle dem geschuldet sind, dass die Menschen sich nicht mehr so strikt an die Sicherheitsvorkehrungen halten. Deshalb der dringende Appell: Die Lage ist ernst, aber beherrschbar. Es kommt jetzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger an, ob wir die Zahlen im Griff behalten oder ob es einen weiteren starken Anstieg gibt. Wie sehen Sie den Bereich Wirtschaft aus der Sicht der Bezirkshauptmannschaft gegenwärtig? Wir haben jetzt, nachdem wir den normalen Dienstleistungsbetrieb wieder aufgenommen haben, natürlich laufend wieder Kontakt mit Wirtschaftstreibenden. Ich stehe im ständigen Kontakt sowohl mit der Wirtschaftskammer als auch mit einzelnen Wirtschaftstreibenden und Vertretern der Wirtschaft. Es ist eine stark angespannte Situation.
und wir müssen warten, wie sich der Herbst und der Winter entwickelt. Eine exakte Prognose ist meiner Meinung nach noch nicht möglich. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation um? Ich achte sehr, sehr exakt auf Sicherheitsabstand, auf Händewaschen, auf Händedesinfektion, auf Gesichtsmaske oder Mund-Nasenschutz und versuche auch jeden, den ich treffe, darauf aufmerksam zu machen und wirklich mit äußerster Sorgfalt umzugehen. Wir haben hier im Haus, ich habe es zuvor erwähnt, zwei Teams, die 7 Tage die Woche die Corona-Sachen bearbeiten. Das sind 2 gleich große Teams, die einander möglichst nie sehen, um ja Ausfallsicherheit zu haben, dass sollte jemand eine Infektion bekommen, nicht das gesamte Team, die gesamte Mannschaft ausfällt. Also wir haben Teams gebildet, die einander aus dem Weg gehen. Wir halten extrem streng unsere Sicherheitsvorkehrungen auch hier im Haus ein und achten darauf, dass wir einsatzfähig bleiben. Soweit die amtliche Komponente. Wenn wir zur menschlichen kommen, wie sehen Sie diese Zeit von der menschlichen Seite gegenwärtig, vom Miteinander? Ich denke, die Corona-Krise und insbesondere der monatelange Lockdown hat sehr viel in vielen Menschen verändert. Ich denke, dass der Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge wieder leichter fällt als zuvor. Ich glaube, dass viel an Oberflächlichkeit bewusst geworden ist, die zuvor geherrscht hat. Zumindest mir geht es so. Ich bin definitiv konzentrierter und wachsamer geworden, was die wichtigen Dinge im Miteinander betrifft und die wirklich entscheidenden Werte wie zum Beispiel Verlässlichkeit oder auch Familie, Aufmerksamkeit. Das sind so Dinge, die jetzt für mich noch stärker in den Fokus gerückt sind als zuvor. Danke für das Gespräch. Gerne.